Oh. Oh. Aber so wirklich an. Oh. Chat, wir haben. Das würde ich mir sehr, sehr gerne angucken. Das passt auch zu der Doku von eben. Frag einen Gangster, Maximilian, über das Leben als Krimineller und den Preis, den er dafür zahlte. Das würde ich mir sehr, sehr gerne angucken. Wir schauen mal rein. Wir schauen mal kurz ein bisschen rein. Mein Name ist Maximilian Pollux. Ich war 2 Jahre auf der Flucht, weil ich Mitglied einer kriminellen Bande war. Wir verkauften Waffen, Drogen, begingen Raubüberfälle und verletzten Menschen. Fast 10 Jahre saß ich dafür im Gefängnis. Wir gucken Hallo mal. Maximilian. Jesse Biermann fragt sich, wie bist du auf die schiefe Bahn geraten? Ich habe mir in jungen Jahren schon irgendwie Ich war Twitch-Moderator. besondere Vorbilder ausgesucht. Ich habe mich orientiert an Leuten, die sich so im kriminellen Umfeld bewegten. Ich mochte, was die erleben, was die tun. Ich wollte ihnen nacheifern und habe dann einfach ihr Verhalten simuliert und es auf mich übertragen. Ich habe eigentlich ja angefangen mit den Eigentumsdelikten, wie es immer beginnt bei den kleinen, jungen Verbrechern. Man fängt an zu klauen, man fängt an zu stehlen, man fängt an zu betrügen. Recht schnell habe ich angefangen, dann Drogen zu verkaufen und zu dealen. Und dann spaltet sich es immer so in ein paar Lager. Die einen bleiben bei den kleineren Diebstählen und gehen vielleicht zu dem Einbruch und andere werden Räuber. Ich habe mich damals entschieden, Leute zu überfallen, die selbst in der kriminellen Welt sind. Heißt, ich habe Drogendealer überfallen, andere Verbrecher. Sobald ich wusste, dass jemand Geld hatte, habe ich versucht, die zu überfallen, zusammen mit einer Bande, die hauptsächlich aus älteren Leuten bestanden hat. Die Drogen, die wir da geraubt haben, wurden natürlich dann auch wieder verkauft. Waffenhandel kam später ins Spiel. Alle Verbrechen, die mit dem Drogenhandel an sich zu tun haben, dazu gehören dann auch Körperverletzungen, räuberische Erpressungen, Raubüberfälle, Entführungen und ab der 2000er dann auch die Herstellung. Also zum einen natürlich Marihuana anbauen lassen und zum anderen auch, wir hatten glaube ich eins der ersten Crystal Meth Labore auf dieser Seite der Grenze. Julian fragt sich, was war deine erste Straftat? Die erste Straftat war tatsächlich schon ein Einbruch recht früh. Und zwar zur EM 92 bin ich in meinen damaligen Kinderhort eingebrochen und habe die Kasse geklaut. Ist in den Hort eingebrochen. Wer es noch mal hören? War deine erste Straftat? Die erste Straftat war tatsächlich schon ein Einbruch recht früh. Und zwar zur EM 92 bin ich in meinen damaligen Kinderhort eingebrochen. Ja. Und da ist halt wieder, ne, Maximilian über das Leben als Hortkind und den Preis, den er dafür zahlen musste. Weil da ist dann halt wieder die Sache, er wurde eigentlich vielleicht nur kriminell, weil er im Hort war. Weil er mit dem Schäden aus dem Hort nicht klarkam. Wochen und habe die Kasse geklaut, indem ich einfach beim Gehen das Bürofenster offen gelassen habe und als kleines Kind irgendwie um 7:30 abends dann da noch mal rein bin und die Kasse mitgenommen habe. Mojo61 fragt sich, wie zur Hölle schmuggelt man Waffen? Der Klassiker ist natürlich, sie irgendwo zu verbauen. Heißt dann im LKW, wenn es wirklich größere, also Sturmgewehre oder größere Menge an Waffen sind, dann brauchst du natürlich einen LKW-Fahrer, verbaust es dort in der Ladung, hast die Geheimtür, den Doppelboden, all die Klassiker. Unsere Kuriere sahen aus wie normale Urlauber, Schauen wir sahen aus, gleich. als würden sie Schauen wir gerade aus gleich, dem Chat. Kroatien-Urlaub kommen. Das ganze Auto war voll. Teilweise waren ganze Familien in dem Auto. Und dann hatten wir keinen doppelten Boden, sondern es war einfach im Gepäck. Und der erste Blick muss passen, dann kommen die durch. Wo habt ihr die Waffen gekauft? Waffen kommen normalerweise aus ehemaligen Kriegsgebieten, in dem Fall ist es Ex-Jugoslawien. Es gibt in Deutschland einen florierenden Schwarzmarkt unter Waffensammlern. Ja, also alles, Munition und Waffen werden gehandelt auf Waffenmessen und haben eigentlich einen Preis, der nicht besonders viel über dem Marktpreis, also über dem handelsüblichen Marktpreis, den ihr in jeder Waffenzeitschrift findet. Wie habt ihr die Waffen verkauft? Es gab bei uns Kunden, die zum einen auch Sammler waren. Es gibt in Deutschland, der Waffenmarkt ist reglementiert. Das heißt, es dürfen keine vollautomatischen Waffen auf legalem Weg erworben werden. Es gibt aber Sammler, die gerne eine Kalaschnikow haben wollen oder eine andere vollautomatische Waffe. Das ist ein fester Kundenkreis, auf den man sich verlassen kann. Und dann natürlich, und das ist das, was mir heute auch noch nachhängt, ist, in die kriminelle Welt Waffen zu verkaufen. Firestream Live. Was meint er damit, dass das nachhängt? Fragt sich, wieso hast du das gemacht? Zum einen wollte ich nie Opfer sein. Jedes Kind hat die Erfahrung mal gemacht und ich habe mir vorgenommen, das passiert mir später nicht mehr. Das andere war, ich wollte respektiert werden. Ich wollte von allen geliebt werden. Ich wollte gefürchtet werden.
Ich dachte, auf dem Weg kann ich ein Ehrenmann sein. Wir schmeißen heute diesen Begriff in die Richtung und in die Richtung. Und ich wollte das unbedingt sein. Es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es so nicht funktioniert. Uzi fragt sich, welche Drogen... Das Ding ist, Chat, guck mal, frag ein Gangster, ne? Für mich ist, frag ein Gangster, nicht frag ein Ex-Gangster. Weil der ist ja jetzt, wisst ihr, was ich meine? Aber wie soll man das machen? Aber das wäre mal, gibt es heutzutage jemanden, von dem man das weiß? Ist irgendjemand noch am Leben? Wo man so weiß, der ist richtig kriminell? Der ist richtig der Motherfucker, irgendwie in Mexiko jemand oder so? Einer schreibt Putin rein. Er sagt einfach Putin. Putin ist der Präsident. Und ich finde es so geil, dass der Chat einfach Deutschrapper reinschreibt. Das ist so scheiße. Dass der Chat echt, ey, das ist so, also wirklich weird Champ in den Chat. Für jeden, der einen Deutschrapper reinschreibt. Wirklich weird fucking Champ, Digga. Drogen hast du verkauft? Ich habe meine Drogenkarriere dann sozusagen auch als Kurier begonnen. Das heißt, ich bin hochgefahren, ich habe eine Tasche bekommen, habe damals nicht mal Geld dafür bezahlen müssen. Das Geld Finanzamt, okay. Finanzamt hat alles gekillt. Wurde anders übergeben und habe diese Tasche zurückgebracht. Für sowas nimmt man immer ein Motto. Das heißt, du fährst nicht einfach, sondern du fährst als Teil einer Klasse, du fährst zum Schüleraustausch, du fährst irgendwen besuchen. Das heißt, du musst auch einen Rucksack haben, du musst das Outfit haben, du musst all die Dinge dabei haben, die zu dem passen, was du sagst, was du gerade in Holland gemacht hast. Bei mir war das damals ein Campingtrip. Das heißt, ich hatte meine Campingsachen und ein Zelt dabei und bin dann so als kleiner Junge eben mit den ganzen Sachen zurückgefahren. Ich war wirklich ein ganz kleiner Junge noch, der irgendwie Hasch auf der Straße verkauft hat, teilweise an fremde Leute. Bin dann später in Clubs gegangen, habe da angefangen, Ecstasys und sowas zu verkaufen. Und desto älter man wird oder desto erfolgreicher man in dem Game wird, desto weniger hast du da. Erfolgreicher in dem Game? Dann wirklich Kontakt mit Konsumenten. Und am Schluss war es dann tatsächlich auch die Sachen, für die ich verurteilt worden bin. Die habe ich nicht mal gesehen. Ich habe nicht 5 Kilo Speed, 2 Kilo Koks, ich habe das nicht gesehen. Es war eigentlich nur noch ein Koffer, der über... Ist Netflix eigentlich ein rotes Tuch auf Twitch? Nee, ich kann jetzt hier einfach Netflix anmachen und wir schauen uns Herr der Ringe an. Und ich kack Universal einfach ins Gesicht. ...vergeben wurde. Das Ganze ging dann auch so weit... Also die Frage manchmal einfach PP. ...dann das erste Meth-Labor in Deutschland finanziert haben und aufgebaut haben und da auch alles erlebt haben von erfolgreicher Produktion bis zum Brand. Isol TV fragt sich, wie stellt man Crystal Meth her? Wir hatten einen Chemiker damals, dem sein Spitzname war übrigens der Professor, geht's noch klassischer. Ich selber war in dem Labor ungefähr zweimal und die Herstellung ist für mich absolut unverständlich. Wie viel Meth habt ihr da hergestellt? Pro Prozess waren es ungefähr 500. Katana schreibt, warst wohl nie kriminell. Sieht dieses Gesicht kriminell aus? Gramm, so oder? 300 bis 500 Gramm, das Ding lief durch. Wilma Rhein fragt sich, hast du selber Drogen genommen? Ich habe früh angefangen zu kiffen, habe das dann eigentlich lange beibehalten, hatte dann immer diesen Grundsatz, keine Chemiedrogen selbst zu nehmen. Als ich dann den Haftbefehl bekommen habe, ist das ins Wanken geraten. Einer schreibt Serienmörder. Ich habe auf der Flucht angefangen, Chemiedrogen zu nehmen, habe hauptsächlich Kokain konsumiert und habe dann schon auch gemerkt, was es heißt, selber ein Drogenproblem zu haben. Juri Daminato fragt sich, wie viel Geld hast du damals verdient? Nicht genug. Ivy Junis fragt sich, das finde ich, also da will ich rausgehen jetzt. Das muss er doch sagen. Der kann auf wenigstens da mal sagen, ja, bei dem und dem Deal 100.000. Also bis jetzt ist es frag einen Gangster und bis jetzt ist es für mich frag einen Drogendealer. Bin ich der einzige Vollspast, der darin noch einen Unterschied sieht? Oder bin ich doof? Chat, seht ihr? Also eins im Chat, wenn ihr sagt, da würdet ihr auch nochmal unterscheiden, so. Klar, kein Gangster auch, aber es geht doch so um noch viel was anderes. Hat auch Waffenhandel gesagt, ja. Aber das triggert mich einfach, dass er jetzt hier, wie viel Geld hast du damals verdient und das, so. Also wollen wir das jetzt hier abbrechen? Ich bin zwiegespalten. Aber die Frage jetzt, wie viel Geld hast du damals verdient und das nicht beantworten, mein bester Kuss an dich. Das triggert.
Oder meint ihr, dass Hyperbole ihn reingefuscht hat, um Leute nicht auf... Ich könnte... Aber wie viel Geld hast du damit verdient? Ich hätte mir vorstellen können, dass eventuell Hyperbole ihm gesagt hat, er soll nicht sagen, wie viel Geld das war, damit Leute nicht auf falsche Gedanken kommen, aber deswegen schaut man es doch auch, oder? So? Man will es halt wissen, so, oder? Ist nicht das auch so, was am meisten auch irgendwie interessiert? Wofür macht man es denn sonst? Also ich meine, die einschreiben dann ja für Macht oder was weiß ich, aber Geld ist ja Macht. Und Macht ist Geld.